Das Leben ist ein faszinierendes Abenteuer. Aber kaum jemand lebt wirklich sein Leben. Wir richten uns nach den anderen, unserer Familie, den Nachbarn, den Freunden, deren Wünschen und Vorstellungen und versäumen dabei uns selbst. Wir richten uns nach den Gegebenheiten, anstatt die Gegebenheiten unserem Sein anzupassen. Es wird Zeit, dass wir wirklich unser Leben leben. Sobald Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihr wahres Sein richten, beginnt das Bewusstsein zu erwachen. Oder besser, Sie werden sich seiner selbst bewusst. Denn Bewusstsein ist immer wach und präsent. Mit dem Erwachen des Bewusstseins entfällt das Denken und wird unmittelbar ersetzt durch die Wahrnehmung. Und mit dem Denken verschwindet das Ich, das es ohnehin nie gegeben hat. Und Sie leben als erwachtes Bewusstsein, als Beobachter in der ständigen Präsenz des Seins. Der Traum ist zu Ende, die wahre Identität wird bewusst erlebt als die ewige Gegenwart des Ich Bin. Sie können jederzeit erleben, dass es Sie gibt, Ihre Existenz spüren, dass Sie da sind und Ihre Präsenz erleben. Sie können sich also jederzeit Ihrer selbst bewusst werden und selbstbewusst leben. Jetzt könnten Sie den ersten Schritt tun, indem Sie Ihr eigener Lehrer werden. Die Tür zum Selbst geht nach innen auf. Entdecken Sie die natürliche Vollkommenheit Ihres Seins. Denn das Bewusstsein ist nicht ein Teil des Menschen. Es ist der Mensch. Alles andere, Körper, Verstand, Ego, sind nur seine Instrumente. Wir sind zeitlose, ewige Wesen, die in eine zeitlich begrenzte menschliche Erfahrung eingetreten sind. Bewusstsein ist das Einzige, zu dem wir wirklich Ich sagen können. Wir sind eine Verkörperung des Allbewusstseins, ein individualisierter, aber ungetrennter Teil des einen Seins. Das ist, was bleibt, wenn wir die zeitlich begrenzte Erfahrung als menschliches Wesen beendet haben. Finden Sie Ihre Möglichkeit, wie Sie immer mehr Ihr Leben leben. Also, was können Sie loslassen, was nicht mehr in Ihr Leben gehört? Was würde Ihr Leben noch bereichern? Warum haben Sie es bisher nicht verwirklicht? Worin besteht das Hindernis, die Schwierigkeit? Lösen Sie es jetzt auf. Der erste Schritt ist getan. Machen Sie daraus einen lebenslangen Prozess.
ein nie endendes Abenteuer, das Abenteuer des Lebens. Denn Leben heißt, sich verändern. Immer mehr der zu werden, der sie immer schon waren und immer sein werden. In Wirklichkeit brauchen sie sich gar nicht zu ändern. Sie lassen nur los, was nicht mehr stimmt. Wenn sie alles Unvollkommene losgelassen haben, sind sie vollkommen. Unser wahres Wesen ist vollkommen. Vollkommenheit ist daher für uns ganz natürlich. Und diese natürliche Vollkommenheit tritt ganz natürlich in Erscheinung, indem wir alles Unvollkommene nach und nach loslassen. Sie können jederzeit Ihre natürliche Vollkommenheit erleben. Dazu genügt ein einziger Schritt. Das mag mit einem vollkommenen Handgriff beginnen. Nehmen Sie einmal mit einer vollkommenen Bewegung ein Buch zur Hand. Lesen Sie einen Satz und stellen Sie es wieder mit der gleichen fließenden Vollkommenheit zurück ins Regal. Oder Sie trinken einen Schluck Wasser. Erleben Sie einmal bewusst, wie Sie mit einer vollkommenen Bewegung zum Glas greifen, einen Schluck trinken und das Glas ebenso vollkommen wieder zurückstellen. Sitzen Sie einmal vollkommen. Das heißt, vollkommen bequem und natürlich. Erleben Sie einmal, wie Sie vollkommen Auto fahren. Jede Kurve hat ihre Ideallinie, auch wenn Sie vorschriftsmäßig rechts fahren. Sie hat auch ihre vollkommene Geschwindigkeit. Sie können Ihre natürliche Vollkommenheit bei allem erleben, was Sie gerade tun. Fangen Sie gleich morgens damit an. Beginnen Sie den Tag vollkommen. Einfach indem Sie so früh schlafen gehen, dass Sie vollkommen ausgeruht morgens aufstehen, ohne Wecker. Putzen Sie sich einmal die Zähne vollkommen. Duschen Sie vollkommen. Ziehen Sie sich mit vollkommenen Bewegungen an und dann frühstücken Sie in Ruhe vollkommen. Schaffen Sie im Laufe des Tages viele Inseln der Vollkommenheit, indem Sie immer wieder etwas absolut vollkommen tun, bis es für Sie ganz natürlich ist, ständig alles vollkommen zu tun. Vollkommenheit ist also kein fernes Ziel, sondern jederzeit erreichbar. Sie ist immer nur einen einzigen Schritt entfernt. Durch die erreichte Vollkommenheit Ihres wahren Seins kommen Sie so vom Werken zum Wirken. Die Meister nennen es, tue, was du tust. Das heißt, alles, was Sie tun, ganz bewusst zu tun. Jedem Handgriff Ihre ganze Aufmerksamkeit zu schenken. Ganz da zu sein, wo Sie gerade sind. Wirklich präsent zu sein und zu leben in der Geistesgegenwart. Als Kind war das noch ganz selbstverständlich.
Wir konnten ganz in unser Tun versinken und waren wirklich ganz bei der Sache. Um diese vollkommene Hingabe an unser Tun geht es, um wieder die Schönheit des Handelns zu entdecken. Alles, was wir tun, einfach vollkommen zu tun. Worum es geht, ist wieder zurückzukehren in das Paradies des Jetzt. Die Tür ist offen. Wir können jederzeit eintreten. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt. Wenn Sie bereit sind, treten Sie doch einfach einmal ein und erleben Sie, was geschieht, wenn Sie ganz bei der Sache sind, ganz gleich, was Sie gerade tun. Machen Sie einmal das Nächste, was Sie tun, einfach vollkommen. Erlebnis erwartet Sie, wenn Sie das immer wieder und immer länger tun und leben als stiller Beobachter des Seins. Das ist das eigentliche Leben, das auf Sie wartet. Und wenn Sie wollen, beginnt es genau jetzt. Es ist das bewusste Eintreten in eine andere Ebene des Seins. Eine ganz neue Lebensqualität beginnt und es ist ein Sprung in der eigenen individuellen Evolution. Also treten Sie ein und leben Sie angekommen. Sie müssen nichts tun, um in diesen Bewusstseinszustand einzutreten oder Ihr Bewusstsein zu erhöhen. Sie können weder dorthin gelangen, noch können Sie raus, weil es das Einzige ist, was ist. Also wie lange brauchen Sie, um der zu werden, der Sie sind? Es gibt kein Ich, keine separate Person, sondern nur Bewusstsein. Das ist die einzige Wirklichkeit. Und indem Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihre natürliche Vollkommenheit richten, treten Sie in Resonanz damit, und sie tritt in Erscheinung. Es geschieht, indem Sie als dieses vollkommene Sein atmen, denken, fühlen, reden und handeln. Lassen Sie sich ganz auf das ein, was Sie tun. Und tun Sie es so vollkommen, wie es Ihnen möglich ist. Dann erkennen Sie, das Ziel ist gar nicht das Ziel. Die Vollkommenheit des Tuns ist das Ziel. Und Sie können jederzeit in die Erfahrung der natürlichen Vollkommenheit des Tuns eintreten. Und von Mal zu Mal wird Ihr Tun immer vollkommener werden. Vollkommenheit ist also kein fernes Ziel, sondern in jedem Augenblick erreichbar. Sie können sofort eintreten in die Vollkommenheit des Jetzt und Ihr Tun heiligen durch die Präsenz Ihres Seins. Erleben Sie sich als liebevolle Präsenz des Seins
als Botschafter der Vollkommenheit mit der Aufgabe, diese Vollkommenheit ins Jetzt zu bringen. In jedes Jetzt. Auch jetzt. Der wahre Meister zeigt sich im Alltag. Das heißt, zu atmen als Meister, sich zu ernähren als Meister, einen meisterlichen Umgang mit Zeit, Geld, Besitz, aber auch mit seinen Wünschen, Zielen und Aufgaben zu praktizieren. Ständig zu sein und zu handeln im Einklang mit der Schöpfung. Leben in ständiger Achtsamkeit. Wohlwollend und liebevoll gegenüber jedem und allem. Nicht mehr das Sein verlassen, um etwas zu tun, sondern im Sein ruhend das Tun durch sich geschehen lassen. Sie lassen so alles Unwesentliche los und werden immer wesentlicher. Dabei ist es unwichtig, was sie tun. Entscheidend ist nur, wie sie es tun und auch als wer sie es tun. Sie können auch beim Mülleimer leeren Erleuchtung erfahren. Ganz gleich, was sie tun, sie sind immer auf dem Weg. Und dieses Erwachen zur eigenen Größe wird Teil des kollektiven Bewusstseins und verändert so auch die Welt. Es wird Teil der kollektiven Erfahrung und ermöglicht es damit auch anderen, in diese Erfahrung einzutreten. Erst dann sind sie wirklich bei sich selbst angekommen. Treten Sie einfach hervor und leben Sie angekommen. Aber Ankommen besteht aus vielen einzelnen Schritten. Und jeder bringt Sie dem Ziel näher. Und erst wenn Sie wirklich angekommen sind, erkennen Sie, dass Sie nie weg waren. Irgendwann schauen Sie in den Spiegel in der Erwartung, Ihr vertrautes Ich zu sehen und schauen plötzlich sich selbst in die Augen. Da ist keine Persönlichkeit, keine Eigenschaft, nur reines Sein. Und wenn Sie so am Ziel sind, erkennen Sie, das ist erst der Anfang. Und irgendwann verlassen Sie vollkommen bewusst einen gesunden Körper nach einem langen, vollkommen erfüllten Leben.